Der nächste Redner in der sehr lebendigen Debatte, Karl Hohlmeier für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich versuche es etwas langsamer zu machen als die Vorrednerin. Wir beschäftigen uns heute zum wiederholten Mal mit dem TTIP-Abkommen. Grundsätzlich liegt die Förderung des weltweiten Freihandels mit fairen Standards natürlich im deutschen Interesse. Ich sehe beim geplanten TTIP daher schon Vorteile, gerade für unsere Wirtschaft und auch für unser Land. Das Abkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wäre für unser exportabhängiges Land eine riesige Chance. Deutschland hat allein im Jahr 2015 mit den Amerikanern, mit den USA, einen Handelsbilanzüberschuss von 55 Milliarden Euro. Und beim Handel, meine Damen und Herren, liegt zwischenzeitlich die USA an erster Stelle, sogar vor Frankreich. Die Beseitigung von Zöllen und anderen Handelshemmnissen verbessert daher die Möglichkeiten auch für unsere kleinen und mittleren Unternehmen, für den Mittelstand im internationalen Wettbewerb. Gerade durch den Wegfall von doppelten Tests und Zertifizierungen können erhebliche Kosten auch für den Mittelstand eingespart werden. Wir sollten daher die Chancen für TTIP nutzen, um mit dem Abkommen, dem Freihandel, einen ausgewogenen Rahmen setzen. Natürlich schützen wir unsere Bürgerinnen und Bürger. Die hohen deutschen und europäischen Standards im Arbeitsleben, beim Datenschutz, beim Umweltschutz, beim Verbraucherschutz, bei der Daseinsvorsorge, auch dies wurde bereits angesprochen, und bei der Gentechnik, all dies, meine Damen und Herren, ist nicht verhandelbar. Mit dem TTIP können wir vielmehr dazu beitragen, dass unsere hohen Standards künftig transatlantisch gesichert werden. Es kann nicht im Interesse von den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland sein, dass andere außereuropäische Nationen künftig die weltweiten Standards setzen. Aufstrebende Wirtschaftsnationen wie China oder Indien stehen schon heute in den Startlöchern für die zukünftigen Standards in der Welt. Denen müssen wir uns dann anpassen, und das wollen wir alle nicht. Das wäre eine dicke Kröte, die Menschen in unserem Land, in Europa, dann schlucken müssten. Daher müssen gerade wir Europäer die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Entwicklung in der Welt prägen, und ein Teil davon ist auch TTIP. Bei TTIP wird oft kritisiert, dass die Beratungen und die Beratungsdokumente nicht transparent seien. Diese Kritik, meine Damen und Herren, ist berechtigt. Das ist einer der wenigen Vorwürfe, die in der Sache TTIP wirklich ernst zu nehmen ist. Erst durch die Geheimhaltung konnten die Verschwörungstheoretiker ein Podium für ihre irreführende Propaganda finden und schaffen. Nur so konnten die von Greenpeace veröffentlichten TTIP-Verhandlungspositionen auch Angst in der Bevölkerung verbreiten. Inhaltlich enthielten diese Unterlagen ja nichts Neues. Sie vermitteln lediglich einen Einblick in übliche Verhandlungsstrategien, bei denen Maximalforderungen gestellt, verhandelt und am Ende natürlich dann geschliffen werden. Ich stelle auch die Frage, wie viel dieser Kritik in Deutschland wird auch vom Ausland gesteuert. Dass auf beide Seiten des Atlantiks unterschiedliche wirtschaftliche Interessen bestehen, das ist bekannt. Zum Teil prallen grundsätzlich verschiedene Auffassungen aufeinander. Diesen Dissens gibt es. In einem Konsens wollen wir natürlich das umwandeln. Bei der Diskussion zu TTIP dürfen wir Europäer nicht vergessen, dass die USA unser wichtigster Bündnispartner ist. Europa an der Seite der USA sind auch ein Garant für den Weltfrieden. Auch wenn die Umstände hinsichtlich der Verhandlungsdokumente und der Geschäftsinhalte überwiegend unter Verschluss sind und eine Einsicht für unsere Abgeordneten nur mit erheblichen Einschränkungen möglich ist, im Vordergrund unserer Debatten sollten daher nicht die Bedenken, sondern die großen Vorteile, die TTIP bringt, stehen. Meine Damen und Herren, ich halte zusammenfassend fest, die Wünsche der Amerikaner bei den TTIP-Verhandlungen werden nicht eins zu eins übernommen werden. Die EU lässt sich nicht über den Tisch ziehen. Wir werden mit TTIP Leitplanken setzen. Oberstes Gebot wird sein, den Verbraucherschutz und die Lebensmittelsicherheit in Deutschland ohne Einschränkung auf einem hohen Niveau zu belassen und zu halten. Greenpeace und andere Interessierte sollten sich dagegen die Frage gefallen lassen, ob der zum Teil unsachliche und nachweislich falsche Widerstand gegen TTIP selbst ein fragwürdiges Geschäftsmodell ist. Fakt ist schließlich,
Ja, es wurden Kommunikationsfehler bei TTIP gemacht. Diese Fehler gilt es jetzt aufzuarbeiten und die Menschen sachlich und seriös auf dem Weg bei TTIP mitzunehmen. Nur mit den Menschen in Deutschland und Europa wird TTIP möglich sein, das wissen wir. Es wird nur dann zustande kommen und es wird auch nur dann ein Erfolg sein. Vielen Dank.